Und los. Wie heißt denn unsere Arbeit? Die Welt als Datenfeld. Genau. Geht's los? Ja. Mein Name ist Peter Weibel. Ich bin Künstler, Kurator und Theoretiker und habe gemeinsam mit Christian Nölkers diese Arbeit gemacht, die Welt als Datenfeld. Und das ist exakt das Modell für das Thema der Ausstellung, die Stadt als Datenfeld. Was ist damit gemeint? Wir leben in die Illusion, als würden wir in einer Welt der Objekte leben, der Dinge, der Personen, der Menschen und der Worte. Das ist die sogenannte analoge Welt. Aber diese analoge Welt haben wir schon lange desertiert. Wir sehen zwar noch Gegenstände, wir sehen zwar noch Menschen, wir hören noch Worte und sehen Bilder, aber die Kommunikation zwischen diesen Menschen, zwischen diesen Objekten, zwischen den Bildern, geschieht nicht in der analogen Welt, sondern in der digitalen Welt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor Urzeiten, wenn die Seeleute durch den Ozean mit den Schiffen gefahren sind, hatten sie eine große Orientierungsmöglichkeit, das waren die Sterne. Und diese Orientierungsmöglichkeit der Sterne, davon kommt das Wort navigieren. Und heute navigieren wir durch eine digitale Welt mit Hilfe der Daten, mit Hilfe von Daten. Genauer gesagt heißt das Folgendes. Es kommt zum Beispiel Waren an in Triest. Viele, viele Container, viele, viele Schiffe. Und dann kann keiner herumgehen und kann sagen, in dem Container ist das Gemüse, in dem Container ist Kleidung. Sondern jeder Container hat eine Nummer. Jede dieser Nummern hat wiederum andere Ziffern, wurde encodiert, in denen gesagt, was in diesem Container sich befindet. Da sitzt jemand in einer Zentrale und hat viele, viele Bildschirme vor sich. Und auf diesen Bildschirmen sind viele Reihen von Ziffern. Und diese Ziffern sagen genau, das ist der Container sowieso. Diese Ziffer bedeutet das Volumen, bedeutet den Inhalt. Und dann wird gesagt, und da kommt ein automatischer, eben auch datengesteuerter Roboter, ein Greifarm, ein Kran, und der holt diesen Container heraus. Das machen Menschen schon, aber nicht handwerklich, nicht mechanisch, sondern das machen Maschinen. Der Mensch macht die Steuerung mit und durch Daten. Er sagt, Container sowieso, befindet sich auf dem Gleis sowieso, auf dem Schiff sowieso, der Kran sowieso muss dorthin fahren, das sind alles Ziffern. Ja? Und dann mit seinem Greifen holt er dann den Container raus, dann wird der Container verladen auf einen Zug und dann kommt dieser Zug nach Graz. In Graz selber wiederum sieht man zwar den Zug, aber der Zug ist sozusagen nur mehr eine Datenmenge, eine Punktmenge von Daten. Wenn jemand in den Zug einsteigt, dann kauft er ein Ticket. Dieses Ticket wird registriert. Dadurch weiß man, in einer guten Datenadministration, und das ist der Punkt, Städte müssen heute sein guten Datenadministrationen, weiß er, wie viele Passagiere in den Zug eingestiegen sind. Wenn dann zum Beispiel zwei der Waggons ausfallen, dann weiß er sofort, aha, so und so viele Passagiere sind jetzt ohne Sitzmöglichkeit. Dann muss er wieder auf den Knopf drücken, wieder auf ein Preset, und dann muss er sehen, aha, wir haben so und so viele Waggons dort und dort zur Verfügung. Das heißt, da kann er wiederum per Datensatz angeben, diese Waggons müssen nach Graz kommen. Das heißt, der Verkehr von Waren und Gütern aller Art, von Kleidern über Gemüse, wird gesteuert durch Daten. Die Gegenstände und die Personen verhandeln sich in Daten und die werden dann wiederum dann in einer Datenadministration in Echtzeitmanagement gesteuert. Wenn jeden Tag die Grazer auf einen Markt gehen können oder Geschäfte gehen können und haben dort Gemüse und Obst und Brot, ja, was glauben denn diese Leute, woher das kommt? Das bringt uns ein Mensch in die Stadt. Aber es ist gesteuert durch Datenverwaltung, durch Datenadministration. Wenn diese Datenadministration zusammenbricht, wie zum Beispiel bei der Corona-Krise, dann sehen Sie ja, was passiert. Es gibt unendlich viele Infizierte, es gibt nicht genügend Betten. Das heißt, es kommt zu einem Kollaps. Und unser System, die Stadt, die Welt, ist ein derart komplexes Datenfeld geworden, dass wir alles unternehmen müssen, eine Art Datenschutz. Beim Datenschutz geht es nicht um den Schutz von Privatsphäre. Nein, beim Datenschutz geht es vor allem darum, dass das Datensystem funktioniert. Weil, wie viel Energie ich verbrauche, wie viel Strom, wie viel Gas, wie viel Öl, wie viel Benzin, diese unendlich vielen Haushalte in den Graz, für 300.000 Einwohner, das muss jetzt jeden Tag aufs Neue in die Haushalte kommen. Die Energie muss in die Haushalte kommen, die Ware muss in die Haushalte kommen, die Schüler müssen in die Schule kommen, die Arbeiter in die Fabrik, in die Büros und die Angestellten und so weiter. Und das funktioniert, kann man nicht dann machen, dass einer herumgeht und sagt, ich zähle die Passagiere. Kein Mensch steht heute vor dem Zug
als Schaffner und zählte, was ich schon einsteigen. Nein, sondern ich habe die Tickets gekauft, die Tickets sind dann gespeichert und dann kann ich auf Knopfdruck kann ich erfahren, wie viele Leute fahren nach Bruck an der Mur, wie viele Leute fahren nach Wien oder nach München und so weiter. Ne? Also alle Welt, alles, was wir heute kontrollieren, steuern ja, und steuern müssen, damit wir eben konvenabel leben können. Das ist ja kein Kontrollmechanismus, das ist ein sekundärer Aspekt, den wir beachten müssen. Aber vor allem geht es darum, ein System zu überleben, zu organisieren. Und dass wir in Städten in diesen riesigen Akkumulationen und Agglomerationen von Menschen leben können, ist es notwendig, dass wir die Energiezufuhr, die Warenzufuhr und den Personenverkehr in Daten verwandeln, und dann können wir das steuern. Also, wenn das nicht funktioniert, dann kommt es zu dysfunktionalen Kollabierungen des Systems. Was wünsche ich mir also? Ich wünsche mir daher in die Zukunft, wie ich das nenne, digitally connected city. Eine Stadt, die untereinander in vielen kleinen Einheiten digital vernetzt ist. Wir haben heute die Vernetzung durch private Handy, durch private mobiles Telefon. Das ist schon ein wunderbarer Fortschritt. Die Leute können sagen, ich bin in dem Lokal, ich bin in dem Lokal. Stell dir vor, früher musstest du ja in dem Lokal anrufen, von Festnetz zu Festnetz, musstest fragen, ist der Herr oder die Frau sowieso da? Jetzt kann ich, da musste, wurde jemand eingeschaltet, der Lokalbesitzer. Ich musste in der Schule anrufen, sagen, meine Tochter, mein Sohn kann aus dem Grund nicht kommen. Heute kann ich direkt von Person zu Person feststellen, bist du schon im Kaffeehaus? Ich bin ein bisschen verspätet, ich komme später. Wir haben schon eine digital vernetzte Stadt. Nur geschieht das im Moment nur auf personaler, persönlicher, individueller Ebene. Ich wünsche mir in Zukunft, dass die Stadt auch von der Behörde her digital vernetzt wird, damit wir informiert werden können, nicht über Zeitungen, nicht über Radio, was alles passiert. Heute wird die Zeitung das berichtet, was da und dort passiert ist. Nein, es muss möglich sein, dass ich selber auf meinem privaten Handy informiert werde, was heute Nacht geschehen ist. Ne? Das heißt, ich muss Zugang haben zur Feuerwehr, ich muss Zugang haben zur Polizei. Ja? Teilweise muss die Polizei einen gewissen Schutz noch ausüben und kann nicht Dinge behaupten und preisgeben, die noch nicht erwähnt worden sind. Ne? Aber bisher geschieht es ja durch die Zensur der Zeitungen. Die Zeitungen erfahren von der Polizei oder von der Feuerwehr, was passiert ist. Ne? Das heißt, ich wünsche mir eine transparentere Stadt, eine digital vernetzte Stadt, wo ich weiß, aha, ich gehe jetzt in dem einen Viertel und sehe da, was im anderen Viertel passiert. Ich gehe in dem Viertel und sehe, was dort passiert. Wir brauchen öffentliche Bildschirme, ja, nicht nur die privaten Bildschirme. Wir brauchen also auch einen öffentlichen Datenverkehr, nicht nur den privaten, personalisierten, individuellen Datenverkehr. Das ist meine Vision der Zukunft der Stadt. Ja, eben, und es kann dann durchaus sein, die Funktion der Kunst, das wünsche ich mir persönlich, dass ich dann diesen offiziellen Datenverkehr hacken kann. Dass plötzlich ein Kunstwerk auftaucht auf dem Bildschirm des Beamten in der Gemeinde oder auf dem Bildschirm des Politikers. Oder dass plötzlich auf einem öffentlichen Bildschirm ein privates, gemachtes, individuelles Kunstwerk erscheint. Die Kunst sozusagen besteht dann darin, wenn wir auf der einen Seite das System, auf der anderen Seite das Subjekt. Auf der einen Seite die Institution, auf der anderen Seite das Individuum. Also dieses Spiel zwischen Individuum und Institution, zwischen Subjekt und System, was das klassische Spiel ist, die klassische Spielregel der Künste, wie kann sozusagen ein Individuum als Künstler, und wir sind alle Künstler, wie wir es bei uns wissen, wir sind alle Individuen, wir sind alle kreativ, wie kann sich das Individuum behaupten gegen die Institution, wie kann sich das Individuum behaupten gegen das Subjekt, behaupten gegen das System. Das lösen dann autoritäre Staaten, indem sie die Rechte des Individuums, des Subjekts einschränken. Nein, wir haben die Möglichkeit, in einer künftigen Demokratie durch ein entsprechendes Statussystem, dass eben das Individuum und das Subjekt sich gegen die Institution, gegen das System artikulieren kann im öffentlichen Datennetzwerk. Und da, man kann das nennen, Hacker. Plötzlich taucht der Kunstwerk auf, plötzlich taucht der Meinung auf, ein Beitrag auf einem öffentlichen Bildschirm oder auf den Bildschirmen in Gemeinden, in Spitälern und so weiter. Ne? Das ist das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Die Stadt als Datenfeld, genau gesagt, als digital vernetzte Stadt. Moment. Okay. Diese Ausstellung ist auch ein wichtiger Schritt in Richtung dessen, was ich nennen möchte, Network Thinking. Wir haben bisher gelernt zu denken mit Hilfe von Worten, mit Sprache, mit Hilfe von Bildern. Aber wir haben nicht gelernt zu denken mit Hilfe von Tönen. Das ist ein Zukunftsprojekt. Aber hier sehen wir den Beginn dessen, dass wir lernen, mit Datenvisualisierungen zu denken. Das heißt, wir müssen komplexe Verhältnisse, die normalerweise unsere Anschauung übersteigen,
die normalerweise unsere natürliche Anschauung, unser natürliches Vorstellungsvermögen übersteigen, können wir durch eine Datenvisualisierung, ja, durch eine Netzwerkvisualisierung, die Stadt eben als digitales Netzwerk, als Netzwerk von Daten, ja, wir, und das will ich eben nennen, ja, eben eine neue Stufe, ja, der Visualisierung, nämlich Netzwerkvisualisierung, Datenvisualisierung. Das ist ein entscheidender Schritt sowohl in der Kultur wie in der Bildung, wie auch im realen, analogen Leben. Die Welt als Datenfeld macht unsichtbare Datenströme und Daten sichtbar. Das Werk zeigt auf 20 Monitoren die Daten, die uns umgeben, die täglich von und zu unserem Smartphone fließen und die letztendlich dann auch die Entscheidung und unser Handeln beeinflussen. Denn wenn ich am Bahnhof stehe und auf Anzeigetafeln die Ankünfte und Abfahrten anschaue, wenn ich zu jeder Tages- und Nachtzeit meinen Kontostand oder meine Nachrichten prüfen kann, unabhängig davon, wo ich gerade bin, oder wenn mir im Auto immer der kürzeste und schnellste Weg nach Hause angezeigt wird, dann sehe ich im Grunde genommen keine Daten, sondern die Entscheidungen von Computern und Systemen, die mit diesen Daten getroffen wurden. Wenn wir uns die Frage stellen, wie wir in der Zukunft leben wollen, welche Rolle wir den Computern in unserer Gesellschaft überlassen wollen und wie wir welche Entscheidungen mit oder von Computern treffen lassen wollen, dann müssen wir nicht nur verstehen, wie Computer funktionieren, sondern auch, welche Daten für diese Entscheidungen herangenommen werden und wie diese zusammengesetzt sind. Daten bestehen aus zwei Teilen. Das sind Inhaltsdaten, das können Nachrichten und Bilder sein und sogenannte Metadaten. Die Metadaten geben Informationen über den Zustand des Netzwerkes, über wann, von wem, an wen, welche Nachrichten geschickt wurden. Und beide Datensätze sind gleichermaßen wichtig, denn sie beinhalten beide Informationen, die für Entscheidungen herangenommen werden. Das Datenfeld macht auf vielen Monitoren diese Daten für jedermann sichtbar, damit man einen Einblick in diese versteckte Kommunikation zwischen den Computern bekommt.